Ei, was pfeifst du da? Du pfeifst ja Weihnachtslieder. Oh, ah ja, es ist Saison. Ajo. Es ist ja bald Weihnachten. Wie jedes Jahr kommt auch Weihnachten 2022 wieder völlig plötzlich und unerwartet. Ah ja, wer hätte denn im Oktober gedenkt, dass mir da jetzt bald schon wieder Weihnachten... Han. Und da sind wir jetzt. Noch eine Woche bis zum großen Fest. Tja, und in 4 Monaten ist Ostern schon wieder vorbei. Dabei ist das doch eigentlich die Zeit des Jahres, in der man ein wenig zur Ruhe kommen sollte. Und genau deshalb ziehen wir jetzt die Handbremse und machen es uns gemütlich. Nein, eigentlich macht ihr es euch gemütlich. Lehnen uns zurück und halten ein wenig Rückschau. Und nein, 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 keine Angst, das wird wie in jedem Jahr natürlich jetzt keine Aufzählung irgendwelcher kalendarischen Ereignisse im Jahr 2022. Nein, vielmehr wird das wieder mal eine ganz persönliche Rückschau und Reflexion dieses Jahres. Es wird darum gehen, was mich tief berührt, bewegt hat und was ich daraus vielleicht gelernt habe. Und vielleicht findet auch ihr euch ja darin ein kleines bisschen wieder. Also, herzlich willkommen zum philosophischen Jahresrückblick. Diesmal in 2 Akten. An Weihnachten, da geht's ja vor allem um eins. Richtig, ums Essen. Und verrückterweise ist das erste Bild, das mir persönlich in den Sinn kommt, wenn ich an das Jahr 2022 denke, ein Sandwich. Allerdings nicht in Form von dampfenden, wohlschmeckenden, mit Käse und Salami gefüllten Brotspezialitäten, sondern in der Form, in der man sich befinden kann. Also der Sandwich-Position. Das ist die Position, in der man es so richtig schön von allen Seiten besorgt bekommt. Aber das ist tatsächlich nicht immer ganz so geil, wie ihr kleinen Ferkel euch das jetzt bestimmt wieder in euren dreckigen kleinen Köpfen vorgestellt habt. Ich rede nämlich mal wieder nicht vom Kopulieren, sondern von der Tatsache, dass man sich manchmal zwischen zwei Stühlen befinden kann. Und das ist eben genau die Position, in der es eben nicht so geil ist, wenn man es von allen Seiten besorgt bekommt. Dann fühlt man sich nämlich eher wie so ein Kind zwischen zwei streitenden Eltern. Im ersten Teil des diesjährigen Jahresrückblicks geht es mir nämlich um meine ganz persönliche Position als Millennial. Ja, ihr habt richtig gehört, heute geht es um, naja, ich will nicht sagen den Generationenkonflikt, aber eben um die Position, die mein Jahrgang zwischen zwei Fronten zu haben scheint. Und zwar die Fronten zwischen den Boomern und der Generation X, das sind alle die, die zwischen 1950 und 1979 geboren wurden, und der Generation Z, das sind nämlich die, die zwischen 1995 und 2009 geboren wurden. Und kleine Anmerkung, die ersten beiden Gruppen fasse ich zusammen, weil die irgendwie so bis zu einem gewissen Grad irgendwie so eine Einheitssuppe bilden. Ja, aber genau zwischen diesen beiden Fronten befinde ich mich oder vielleicht befindet auch ihr euch dort. Wir, die Millennials. Also alle, die zwischen 1980 und 1994 geboren sind. Ja, und zwischen den eben genannten Fronten tobt, nicht zwar erst seit diesem Jahr, aber ich habe das Gefühl, seit diesem Jahr besonders ein extremer harter Konflikt, ausgelöst durch Krisen. Und zwar durch eine gerade zum Ende kommende Krise, eine laufende Krise und eine sich unmittelbar anbahnende Krise. Und ja, wir reden von Corona, dem Ukraine-Krieg und dem Klimawandel. Und nein, ich will jetzt nicht darauf eingehen, was diese einzelnen Dinge getan haben oder was sie verursachen, sondern eigentlich geht es im Großen und Ganzen darum, dass diese drei Krisen unsere Welt verändern, unseren Lebensstandard verändern, die Art, wie wir leben, verändern. Kurz, sie verändern einfach alles. Und da haben wir die eine Front, nämlich die, die vor mir geboren sind, die sich mit Händen und Füßen gegen jede Form der Veränderung stemmen, die überhaupt keine Veränderung wollen, die das alte Leben, das sie kennen, nicht loslassen können. Und dann ist da die andere Seite, die sich ganz klar bewusst ist, dass die Welt sich verändert und für diese veränderte Welt kämpft und Veränderungen anstoßen will, weil da ja auch die eigene Zukunft dranhängt. Und diese Debatte wird mit harten Bandagen geführt. Da wird dann Aktivismus zu Terrorismus. Da
werden Begriffe verwendet, für die ich überhaupt kein Verständnis aufbringen kann. Ja, und da sind dann eben wir, die Millennials, die zwischen diesen beiden Fronten stehen. Oder sagen wir, warum ich persönlich das Gefühl habe, zwischen diesen Fronten zu stehen? Weil wir das Produkt aus diesen beiden Generationen sind, das Produkt dieser beiden Seiten. Wir sind zwar mit den Werten der Boomer, ich nenne sie jetzt einfach mal Boomer, weil ich fasse sie mal zusammen, die mit den Werten der Boomer-Generation erzogen wurden, die aber zeitgleich alt genug waren, um zu erleben, wie die Welt sich wandelt, ja, wie Dinge sich verändern und die noch frisch und jung genug im Kopf sind, um die Radikalität der uns bevorstehenden Veränderungen zu erkennen. Gibt das irgendwie Sinn, was ich da gerade von mir gebe? Am einfachsten ist es, wenn ich euch das an einem Beispiel klar mache. Wir haben auf der einen Seite, ja, die Boomer, die uns eingetrichtert haben, dass Arbeit ja der Sinn des Lebens ist, dass man sich um seinen Job bemühen muss, dass man Karriere machen muss, dass die Arbeit das Leben bestimmt, die Anhäufung von Reichtum, von Besitz. Und dann haben wir da die Generation Z, die ein ganz anderes Leben führt, die sagt, Moment mal, Arbeit, das kann nicht der Sinn meines Lebens sein. Ich bin total bereit, Abstriche zu machen. Ich bin bereit, Abstriche beim Geld zu machen, Abstriche beim Lebensstandard zu machen und dafür oder um dafür mehr vom Leben zu haben. Das heißt, wir sind die Generation, die voll gepumpt ist in ihrer Sozialisation mit diesen altruistischen Werten. Ja, man muss arbeiten, man muss sein eigenes Leben quasi unterordnen oder diesen höheren Zielen der Produktivität und des Wohlstandes. Und dann sind wir zeitgleich die Generation, die klar genug ist und noch nicht zu eingefahren in ihrem Weltbild ist, um zu erkennen, dass die andere Seite irgendwie recht hat, dass das irgendwie kein sinniges Lebensmodell ist, um etwas vom Leben zu haben. Und da sind wir nun, wohl wissend, dass die Art, wie wir leben, uns kaputt macht, aber zugleich unfähig, diese Art zu leben einfach so zu verändern, weil sie viel zu tief in uns drin steckt. Und jetzt wisst ihr vielleicht, was ich mit dieser Sandwich-Position meine. Und das ist was mir in der ersten Hälfte dieses Jahres so massiv klar geworden ist oder wie krass dieser Konflikt überhaupt ist. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich sollte mich einfach zurücklehnen. Aber dann kann ich das wieder nicht, weil ich irgendwie denke, man muss doch versuchen, irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu finden. Man muss doch austarieren. Vielleicht ist das auch so ein Ergebnis unserer Generation, die immer versucht zu vermitteln, die immer versucht, irgendwie einen Konsens mit beiden Seiten zu finden. Aber wisst ihr was? Genau diese Erkenntnis, die hat auch Vorteile. Denn man muss ehrlich sagen, dass natürlich beide Seiten Extrempositionen vertreten. Und nein, ich möchte jetzt nicht damit sagen, dass der Klimawandel nicht wichtig ist und dass wir da nichts tun müssen und so weiter und so fort. Das Problem ist, beide Seiten hätten gern die Brechstange. Versteht ihr, was ich meine? Beide Seiten vertreten Extrempositionen und Extrempositionen sind niemals gesund. Und daher ist der Vorteil dieser Sandwich-Position, dass man so ein bisschen außen vor steht. Und ihr wisst ja, dass das so ein bisschen mein Thema ist auf diesem Kanal. Dieser Schritt zur Seite, ne? Einfach mal sich rausnehmen aus dem Spiel und das Ganze mal von außen betrachten. Und ich habe das Gefühl, dass das irgendwie das Motto meiner Generation ist, weil ich das Gefühl habe, dass niemand der anderen das so wirklich kann. Man kann nicht immer auf einer Linie bleiben. Genauso wenig kann man immer nur in der Mitte bleiben. Auch die Mitte kann eine Extremposition sein. Wenn ich immer nur in der Mitte einer Straße laufe, werde ich irgendwann überfahren. Manchmal muss ich auch nach links oder nach rechts springen. Problematisch wird es nämlich immer dann, wenn ich mich auf eine Seite fixiere. Und daher komme ich mir manchmal wie ein Therapeut vor, der sich abarbeitet an diesen beiden Extremen. Und das ist auch der Grund, warum ich mich in letzter Zeit so ein bisschen von Twitter zurückgezogen habe oder generell in diesem Jahr zurückgezogen habe, weil da ist das ja wirklich eine ganz massive Front oder sind das massive Fronten, die da aufeinandertreffen. Das ist total verrückt. Es gibt nur noch ein richtig und was richtig ist, bestimmt natürlich immer eine dieser beiden Seiten. Aber ich meine, so kann es doch nicht funktionieren, oder? Daher habe ich einen Wunsch für das neue Jahr oder einen Wunsch zum Jahresende, dass wir alle irgendwie mal lernen, diesen Schritt zur Seite zu machen, Verständnis für die andere Seite aufzubringen. Und damit meine ich beide Seiten, ne? Und
gemeinsam an die Sache rangehen können. Und ich würde mir wünschen, dass es beiden Seiten möglich wird, diesen Schritt zur Seite zu machen. Wie seht ihr das denn? Erlebt ihr das ähnlich wie ich? Habt ihr auch das Gefühl, dass sich da irgendwie so zwei, dass ihr dazwischen steht? Also ich meine, vielleicht seid ihr ja auch mein Jahrgang und habt ähnliche Erfahrungen gemacht. Dann würde es mich total interessieren, dann schreibt das doch mal unten in die Kommentare rein. Ja, und das ist meine Erkenntnis zum ersten Halbjahr 2022. Das ist nämlich ein Thema, was mich das ganze Jahr über beschäftigt hat, weil ja auch die Krisenentwicklung in diesem ersten halben Jahr so extrem massiv war und die Unwissenheit dessen, was auf uns zukommt, so groß war. Und immer, wenn Menschen nicht wissen, was kommt, dann entwickelt sich Angst. Und Angst ist in der Regel irrational. Und daher möchte ich jetzt an dieser Stelle auch zum Ende kommen für diese Woche. Wir haben ja nächste Woche noch ein Video vor uns. Ja, ich habe das am Anfang ernst gemeint, dass zwei Videos kommen. Nächste Woche, kurz vor Weihnachten, gibt es noch eins. Von daher kann ich jetzt nur sagen, ich wünsche euch schon mal einen wunderschönen vierten Advent. Ich werde morgen Plätzchen backen, da freue ich mich schon die ganze Woche drauf. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zum tatsächlich letzten Video im Jahr 2022. Verrückt.